Hey Leute und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Kutsch und wir spielen Horizon weiter. Und ja, mal gucken. Ich habe gerade so eine Mission. Wir machen die mit dem Priester weiter. Mal schauen. Wir flitzen da mal zum Schrein oder Steg. Irgendwo dahin halt. Und dann danach gleich das nächste. Liegt alles ziemlich in der gleichen Richtung, deswegen können wir das gleich machen. Ich renne mal in die Schnelle. Wir brauchen echt mal das mit den Reittier. Eigentlich wollte ich das gerade schnappen. Okay, haben Reittier, sehr schön. Und reiten. Ich dachte, es geht schneller. Es ist ganz ehrlich, da können wir auch laufen. So, ich will. Ach so, wir müssen in die Richtung. Ich laufe doch mal dran vorbei. Wow. So wie zum dran vorbeilaufen und einfach mal ignorieren, funktioniert gerade nicht. Und irgendwie rennen die gerade echt langsam. Ich hatte die schnell in Erinnerung. Oh, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Okay, haben wir auch erledigt. Sehr schön. Irgendwie läuft die heute langsam. Kann mir nicht helfen, es kommt mir sehr langsam vor. Aber gut. Ist schon spät, deswegen hetzen wir sie nicht so und lassen sie chillig durch die Natur flitzen. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Das ist echt schön. Oh, schön. Hab jetzt nicht unbedingt Lust, gegen die Wächter da zu kämpfen. Deswegen versuche ich das mal weiträumig zu umgehen. Gefühlt bin ich gleich da. Es muss der Sonnensteig sein, den der Vanuk bemalen will. Boah. Oh, ein Vogel. Lass mir den Vogel mal Vogel sein und gehen einfach mal hier hoch. Die suchen mich. Na, sind wir gleich da? Ist da oben jemand? Oh Mann.
Nein, halt, stopp. Nein, das zeig ich doch. Oh, Feuer, Feuer, heiß. Oh, das sind mehrere Vögel und ich, Idiot, bin voll reingerannt. Das ist mir gerade sehr schwer. Gottes Willen. Echt nicht drauf? Ich hau gerade sowas von auf die Fresse, geht gar nicht. Ich kipp ja nicht rum, du bist viel. Oh. Da war es nur noch einer. Die kriegen wir auch noch hin irgendwie. Schwein gehabt. Ein ganz kleines bisschen. Wow, sehr schön. Was für ein Kampf. Mission erhalten und können wir nicht mal die reden. Du bist besser im Jagen als ich. Ich werde malen, solange ihre Geister noch da sind. Es werden wohl noch mehr kommen. Ja, es kommen immer neue Maschinen. Ihre Geister finden neue Körper, doch wir leben nur als Erinnerung weiter. Und deshalb auch die Malerei. Ein Denkmal für unsere Schamanen. Für die Weisheit, die die Kaja uns nahmen. Das Maschinenöl macht die Farbe haltbar. Und so erhalten wir auch die Erinnerung an sie. Ich danke dir, Jägerin. Oh, der ist ja schon fertig. So, wir geben uns jetzt zum nächsten erstmal wieder hier runterkommen. Ich weiß gar nicht, dass wir jetzt hier runterfallen und uns alles verletzen. Und müssen wir nicht mehr aufpassen. Ich bin ja schon mal manchmal doof gefallen und habe mich dabei unglücklich verletzt. Deswegen machen wir das also mal ganz, ganz langsam. Ob wir irgendwann nochmal fliegen können, ob ich irgendwann nochmal fliegen kann, ob ich das hinkriege. Da in der nächsten Zeit mal ist man dann vielleicht schneller ein bisschen. So. Wir geben uns gleich mal zum nächsten Punkt und machen da auch das fertig. Ah. Leider nichts zu heilen.
Und da sind wir auch gleich da. Hier wollte die Utaru sich verabschieden. Okay, das ist ein Schnappmaul. Ist das nur das eine Schnappmaul oder sind das zwei Schnappmäuler? Also mehrere Schnappmäuler sind. Die Sache endet hier. Oh Gott, das will ich mich gerade wieder anstellen. Mit den Zielen, beziehungsweise nicht Zielen. Das sieht ja echt peinlich aus. Habe ich die ganz normalen Pfeile genommen? Wow, er kommt. Passt er hier rein? Nein, hab die Pfeile. Man merkt einen Schnapp. Warte. Das ist so ein scheiß Kampf von mir gewesen. Gut. Ja. Verdient, denn das war doof. Ausführungen mangelhaft und sehr, sehr schlecht. Okay, wir nehmen gleich mal hier ein bisschen das. Und vor allen Dingen machen wir mal hier gleich Lebensenergien. Hab nur die kleinen Tränke, die uns nicht sonderlich viel helfen. Boah, nein, Schnappmaul, die siehst du jetzt nicht. Warum? Oh. Gefühlt stelle ich sehr doof an. Boah, Krebel! Der eine hat uns abgelenkt, der andere kam von hinten an uns ran. Ja, das war jetzt nicht so sonderlich gut. Dass wir den Einzug fertig machen. Uah! Ey, ich hau dir noch voll auf die Reihe. Irgendwie habe ich mein Mojo verloren. Das klappt irgendwie gar nicht. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Der eine haben wir schon gut reingekriegt, den anderen haben wir ein bisschen vernachlässigt. Der hat uns angegriffen. Das hat ja erstmal ganz gut angefangen. Ich gehe mal kurz nach dir hinten und gucke mal, ob das noch Lebensenergie ist. Yep, ist es doch. Okay, jetzt haben wir ein bisschen mehr. Und da liegt auch noch ein bisschen was. Schnappen wir uns natürlich alles, denn der Kampf gerade eben war nicht so
Okay, das war keiner. Aber das vorne, das rote saß. Ein bisschen zumindest. So, versuchen wir da nochmal zu kämpfen. Das war gut. Das ist weniger gut. Also die einen haben wir gleich. Gut, der ist fertig, der eine. Den haben wir schön erledigt. Oh, ist uns angesprungen. Warum rette uns? Das? Ja, das lebt doch. Komm, 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 komm. Das halt hatte ich. Wow. Besiegt. Schön. Drei Versuche gebraucht. Der letzte war am besten. So, okay, gehen wir mal zurück und reden mit ihr und können deine Mission gleich abschließen. Ach komm, wir gehen hier drüben lang, das geht glaube ich schneller. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Das glaube ich auch. Ach so, da sitzt sie. Als wir bei der Befreiung den Käfigen entkamen, lief ich über diese Lichtung und dachte, sie sei hinter mir. Ich lief weiter, aber sie blieb hier. Danke, dass ich durch dich zurückkehren konnte. Ich will nicht drängeln, aber sicher ist es hier nicht. Ich verstehe. Ich tat das schon mal in Wachträumen. Im Teich finde ich ein Armband mit Samen, das sie verlor. Die Samen sind frei, keimen auf, alles wächst. Die Erinnerung an sie geht in den Dschungel über. Ich will ihr sagen, dass ich hier starb und zur Fremden im eigenen Land wurde. Und dass sie noch lebt, mit jeder Aussaat, jedem Regen, jeder Ernte. Was ist das? Da! Ihr Armband. Und ich dachte, sie sei hinter mir. Doch es ist nur mein Spiegelbild. Willst du allein sein? Zum ersten Mal bin ich's. Oh, traurig.
Ui, ein ganz schönes Stückchen. Gut, ich würde sagen, das würden wir später mal abgeben. Also irgendwann später mal. Und gehen wir hier hin. Zum Feuer, dass wir das mal entdecken. Sind ja gleich da und kehren dann. Ich brauche das rote Zeug hier. Und suchen uns dann nochmal die nächste Mission raus. Schön. So, nächste Mission und na gut, guck gleich mal hier nach der. Die waren doch gerade eben oben schon. Okay, halt, stopp. Wir gucken uns erstmal um und suchen zwar die Quest. Denn wir wollen Haupt nicht nehmen. Nein. Aber es ist auch relativ nah. Können wir das gleich mal machen. Okay. Sitzen wir gleich mal da hin und gucken uns da die Mission um. Wir brauchen echt mal ein schnelles Reittier. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollten, ob wir da noch alles freikämpfen müssen, die vertreiben sollen oder einfach mal gucken, ob überhaupt noch jemand da ist. Müssen wir mal schauen. Aber das sieht schon so sehr schön aus. Also kann man nicht meckern. Haben sie echt gut gemacht. Oh, nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Nein, doch runterfallen. Das macht es aber spannend. Lass dich fallen. Fallen lassen. Jetzt, jetzt. Runter, runter. So viel zum Thema Sicherheit. Hauptsache nicht verloren. Okay, hier sieht schon aus nach einem Kampf. Bin gespannt, wer noch da ist. Das muss das Anwesen von Ranamans Familie sein. Oh, das sind. Erlege die Maschinen. Ich sehe bis jetzt eine. Okay, ich sehe bis jetzt mehrere und ich würde sagen, den würden wir übernehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir den übernehmen können. Das nehme ich mit. Macht jetzt großartig keinen Unterschied, aber. Wow, Bildschirm noch höher. Ich möchte ja mal versuchen, den zu übernehmen. Um zu gucken, ob uns das irgendwie weiterhilft. Ich denke mal, die zwei kleinen Dinger, die machen uns. Haben wir kein Problem. Der Verwüste.
Der kann doch ein bisschen anstrengender werden. Mal schauen, wenn er wegguckt. Jetzt guckt nämlich gerade zu uns in die Richtung. Sieht wie ein Sägezahn aus. Nur schwerer bewaffnet. Na toll. Okay, mach dein Ding. Kleiner Freund. Da vorne ist noch einer. Sollen die herholen? Na gut. Ich komme hier raus. Da. Stappen. Das Doofe ist, muss ich den erledigen und der ist ein bisschen groß. Wir haben viele zerbrechliche Teile. Ich würde sagen, ich hau den erstmal um, mache dann erstmal einen. Es gibt kein Zurück mehr. Wow. War eigentlich ganz gut gewesen und das auch ganz gut. Wow, mach doch noch zusammen. Boah, das hat sich gelohnt. Wo ist der zweite? Ich habe mich gerade so gefreut, dachte, je geschafft, dann ist noch einer. Toll. Ja, wie gesagt, der eine war jetzt kein Problem, den haben wir ganz gut geschafft. Boah, nein, die brauchen wir nicht. Aber er hat noch was. Ein Schlüssel, dass der wohl aufschließt. Müssen wir mal? Na Leute. Gucken wir gerne mal rein, was das da noch so drin ist. Aber gucken wir uns nochmal die ein oder andere Vorratskiste um. Da liegt noch ein paar Metallscherben, die können wir alle gebrauchen. Hier sind sehr viele Wächter und viele Tote. Ich habe nicht geglaubt, dass mich irgendjemand rettet. Ich glaube, es sind alle tot. Was ist passiert, als die Maschinen kamen? Da waren Schreie. Ich rannte hin. Der Verwüster zerriss die Wachen förmlich. Wie Puppen. Mein Vater stieß mich in diese Kammer. Er tötete einen Wächter. Dann schoss die Verwüsterkanone. Und Stille. Ich versuchte, die Tür zu öffnen. Aber er hatte abgeschlossen. Er hat dich gerettet. Und ich werde ihm nie danken können. Weißt du vielleicht, wo diese Maschinen herkamen? Oder warum sie so plötzlich angriffen? Die Zahl der Maschinen hier ist ständig gewachsen, mit jedem Jahr.
Deswegen stellte Vater mehr Wachen ein. Aber so einen Angriff gab es zuvor noch nie. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Na gut, du bleibst hier. Ich werde mich umsehen. Ist gut. Ich werde hier bei meinem Vater bleiben. So, gucken wir uns mal um, was denn hier passiert ist oder wie genau das hier passiert ist. Hier geht es nicht hoch, da bleiben wir draußen und da ist das Netzwerk unterbrochen. Na toll. Nein, hier geht es nicht hoch. Hier stand irgendwas noch mit dem zweiten da, deswegen mal gucken, wo es den gibt. So groß ist das doch gar nicht mehr, so ich meine. Haben doch fast das Ende erreicht. Völlig durchnässt. Zum Glück habe ich das Leder gut gegerbt. Das hält. Ich muss da rein. Wow, was ist denn das für ein Piepen? Doch, hab überlegt, da geht's doch rein. Mal gucken, was hier so piept. Boah, das ist ja voll. Ah. Das Gerät sendet ein Signal. Vielleicht hat das die Maschinen angelockt. Okay, da steht das Signal ab. Aber das wurde hier platziert, um Maschinen zu ködern und alle Bewohner zu töten. Das war aber nicht sehr nett. Sie geht von innen auf. Okay, haben die Mission auch abgeschlossen, beziehungsweise hat es abgeschlossen. Also fast abgeschlossen. Mal gucken, was hier mit der rauskommt, aber ich denke mal, viel sollte nicht mehr kommen. So, da ist sie. Ich dachte, wir drinnen bleiben. Ich glaube, jemand könnte die Maschinen absichtlich hierher gelockt haben. Hat dein Vater Feinde? Nein, Hanaman. Mein Bruder. Erst die Glücksspiele, dann Diebstahl, dann Erpressung. Er schwor Rache, als mein Vater ihn rauswarf. Es war Hanaman, der mich geschickt hat. Die Maschinen mussten weg, damit er das Anwesen kriegt. Er kriegt das nicht. Kalte Mörder. Was willst du tun, Schwester? Mir mein Erbe verweigern? Wir teilten die Wiege. Mörder. Hast du keine Ehre? Nein, vermutlich nicht. Aber dieses Anwesen. Wenn du Vater im Jenseits siehst, sag ihm, ich genieße sein Geld. Was dich angeht, dieses kleine Gerät ruft noch mehr Maschinen. Viel einfacher, als wenn ich dich töte oder... Ich glaube, da ist jetzt kein Problem mehr, nur der Vogel da oben. Oder die Vögel da oben. Boah, wie sind es wieder? Drei Stück. Oh, fuck. Schon mal gekämpft gegen die Vögel und die waren schon mal echt, naja, nicht sonderlich schwer, aber halt nervig. Oh, wenn ich mal treffen würde, wäre das super. Leute. Ah!
schieße ich denn? Ich treffe Gefühl, treffe ich überhaupt gar nichts. Außer in die Luft. Dummer Vogel. Da duckt er sich weg. Damit, ich nehme mal die Eisenpfeiler. Ich habe auch mit den Leichten geschossen, deswegen hat mir irgendwie nichts. So, jetzt sieht das Ganze auch schon viel besser aus. Okay, der eine Vogel liegt schon mal da, das ist kein Problem, zumindest ruht er sich kurz aus und freut sich. Wissen die, wo wir sind? Sehr ungünstig gewesen, Vogel. Dummerweise haut sie schön nach unten. Wow. Das war jetzt aber sehr bescheiden, dass wir da mitten des Dings fallen. Na komm, Vogel, versuch's nochmal. Oh, der hat's geschafft. Wow, einen haben wir zum glücklich besiegt. Dahin. Okay, den zweiten haben wir auch besiegt, ist nur noch der letzte da. Wow, er kommt wieder. Na komm. Wow, sind sehr schön. Ich hasse die Vögel, ich mag die echt nicht. Ich stelle mich total bescheiden an den Kampf. Die sind nicht wirklich... Na doch. Ich würde sagen, schwieriger, wenn sie fies sind, dann ist es doch ein bisschen unangenehm. Und ich tue mich da echt ein bisschen schwer. Aber wir haben sie geschafft und können ein bisschen abgeben. Ja, das weiß ich nicht, was das ist. Aber unser anderer Auftraggeber hat seine gerechte Schafe bekommen. Hm, jetzt die Waffe, die hätten wir gut gebrauchen können. Der macht kein Problem mehr. Wir brauchen bald mal wieder Holz. Ich bin froh, dass es gute Menschen wie dich gibt. Ein Ausgleich für Abschaum wie meinen Bruder. Mein Vater hat sich immer sehr großzügig bedankt. Eine Tradition, die ich gern fortführen möchte. Nimm dies. Ich hoffe, es nützt dir auf deinen Reisen. Vielen Dank. Okay. Haben wir was bekommen? Ein paar Erfahrungspunkte, ein bisschen Geld. Schön. Okay. Ich würde sagen, lassen wir mal an der Stelle Schlusspause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Natürlich dürft ihr gerne das Ganze kommentieren, abonnieren und ganz, ganz viele Däumchen hinterlassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal, euer Coachin. Bye.